Willkommen zurück zu einer weiteren Figurenvorstellung auf meinem Kanal, und zwar heute mit der Elite Series 28 Bray Wyatt inklusive Head und Triple Cut Shirt. Und dann wollen wir gar nicht herumfackeln und wollen uns den Creepy Kerl in seiner Verpackung mal anschauen, bevor wir ihn freilassen. Und hier haben wir das alte Logo. Die alte Verpackung, also Elite Series 28. Hier ist ein Profilbild, die Seiten nichts Besonderes, wie immer. Dann auf der Rückseite der Rest in der Serie: John Cena, Daniel Bryan, Big Show, Crush. Ich hätte mir eher einen Ikonen-Crush-Figur gewünscht, aber werden wir vielleicht auch noch bekommen. Einmal hier Triple H, und dann haben wir hier die ganze Story von Bray Wyatt. Und natürlich, wer es lesen will, kann gerne Pause drücken. Allerdings als kleiner Hinweis, alles auf Englisch, da auch hier Bezugsquelle wrestlingworld.co.uk war. So, und dann würde ich sagen, hole ich den creepy Kerl aus der Verpackung. Also lassen wir ihn mal frei und sehen uns gleich wieder. Okay, da sind wir wieder. Und jetzt haben wir den Kerl aus der Verpackung rausgepult. Hier mit seinem Hut und seinem stylischen Shirt. Dann schauen wir uns mal die Sachen an. Hier haben wir den Hut. Ein stinknormaler weißer Hut. Mit braunem Hutband. Dann holen wir mal den Kerl hier näher. Wie ihr sehen könnt, hier mit einem offenen Shirt, ist diesmal auch, upsala, nicht geklaut, auch nicht verschließbar, kein Klett, nix. Dieses Shirt muss man hier mal ausziehen irgendwie, so, die Arme nach hinten, dann kann man das Shirt nach hinten schön vorsichtig runterziehen, denn es ist mal wieder ausnahmsweise ein Stoffshirt. Ich habe jetzt auch mal wieder Zeit. Mattel. Dann befestigen wir hier den Kerl mal wieder auf den Display Stand, die es ja bei eBay gibt. Habe ich gesehen. So, jetzt haben wir. Dann gucken wir uns den Facecan an. Hier ein grinsender Facecan. Die braunen Haare. Der Bruder von Bo Dallas. Dann hier seine ganzen Tattoos in Farbe, sein getapter Unterarm, seine getapte Hand mit den zwei roten Flecken, keine Ahnung, was die darstellen sollten. Falls es jemand weiß, könnt ihr es mir in die Kommentare schreiben. Dann haben wir hier sein Tattoo, hier in Schwarz-Weiß und Farbe. Hier der rosa Strich. Hände tauschen. So. Hier der rosa Strich, der im Endeffekt, was ich weiß, rot sein sollte. Wie Blut. Dann hier am Rücken kann man sein Rückentattoo erkennen. Ja, ein weißes Hemd. Ein schwarzes Hemd, eine weiße Hose. Der macht mich schon ganz verrückt. Mit einer aufgesetzten Tasche. Hier. Dann die stinknormale weiße Hose, braun-schwarze Boots, von hinten keine weiteren Details. Und mit dieser Figur haben wir dann auch die ganze White Family zusammen, wo sie hingehört. Und nun möchte ich mich dann auch schon wieder bedanken für euer Zusehen. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst vielleicht sogar ein Abo da oder sagt anderen Bescheid. Ich hoffe, diese Videos können auch etwas als Kaufentscheidung beitragen. Soll nicht nur gezeigt werden, was ich in meiner Sammlung habe, sondern wie die Figuren aussehen. Und vielleicht als kleine Hilfe zur Kaufentscheidung, ob man diese Figur kauft oder nicht, oder ob man sich doch lieber eine andere holt. Manche sind ja da unentschlossen, darum sehe ich mich nicht irgendwie so, als wie ich euch meine Sammlung präsentieren will. Also
was zeigen, was ich habe, sondern vielleicht schaut ihr die Videos, um zu wissen, kaufe ich mir die Figur oder kaufe ich sie mir nicht. Darum sage ich schon mal Danke und bis zum nächsten Mal.